Wie kann man seine Existenzgründung finanzieren oder fördern lassen? Im Businessplan wird der genaue Kapitalbedarf errechnet. Meistens reicht das Eigenkapital für den Unternehmensstart nicht aus. Der Anteil des Eigenkapitals sollte möglichst nicht unter 20% liegen. Um den offenen Finanzierungsbedarf zu decken, gibt es verschiedene Finanzierungsformen. Zum einen die Kreditaufnahme bei einer Bank Ihrer Wahl, der sogenannten Hausbank. Prüfen Sie dafür die Leistungen und Konditionen verschiedener Banken. Der Businessplan ist für jede Bank eine wichtige Entscheidungsgrundlage bei der Kreditvergabe. Außerdem gibt es für Existenzgründer auch öffentliche Darlehen von der LFA und KfW Bank, die man aber immer über eine Hausbank beantragt. Ergänzend oder auch alternativ zum Bankdarlehen kann man eine Beteiligungsfinanzierung wählen. Dabei steuern Teilhaber Beteiligungskapital, das sogenannte Venture Capital, bei. Die Teilhaber können private Beteiligungsgesellschaften, Venture Capital Gesellschaften oder Business Angels sein. Business Angels sind erfahrene Manager oder Unternehmer, die den Existenzgründern nicht nur ihr Kapital, sondern auch ihr Know-how und ihr Netzwerk zur Verfügung stellen. Eine weitere Möglichkeit der Finanzierung ist das Crowdfunding. Beim Crowdfunding wird meist über eine Internetplattform von einer Vielzahl von Personen Geld zur Realisierung von Geschäftsideen, Produkten oder Projekten eingesammelt. Für sehr innovative Unternehmensgründungen im Hightech-Bereich gibt es spezielle Förderprogramme sowie Innovationsgutscheine für Forschung und Entwicklung. Auch im Kultur- und Kreativbereich gibt es besondere Förderprogramme. Existenzgründer, die sich aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig machen und Arbeitslosengeld beziehen, können unter Umständen einen 6-monatigen Existenzgründungszuschuss von der Agentur für Arbeit beziehen. Und Existenzgründer können ein Vorgründungscoaching bzw. eine BAFA-Förderung unternehmerischen Know-hows beantragen. Die Förderprogramme unterstützen Sie anteilig innerhalb eines bestimmten Rahmens, der in den Förderrichtlinien festgelegt ist. Und alles klar?